Guten Abend. Ich müsste hoffentlich zu hören sein. Herzlich willkommen an alle, die schon da sind. Ich blende mich auch mal ein. Hi. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass wir doch einige Insider haben. Das heißt, einige Kunden, die quasi uns schon beauftragt haben, die wir schon aktiv betreuen. Umso schöner. Dann werde ich so ein bisschen mal ankündigen, was wir machen, gerade wenn es jetzt Richtung Steuererklärung geht. Je nachdem, ob wir für euch 20 machen, 21 oder wie auch immer, erzähle ich euch mal, wie wir es machen werden, welche Kosten wir ansetzen können und so weiter. Und für euch ist das wichtig, also auch für alle, die nicht Kunden sind, ehrlicherweise, egal wer und wie ihr eure Steuererklärung macht, geht es heute so ein bisschen darum, was ihr steuerlich ansetzen könnt und wo. Die Diskussion haben wir nämlich regelmäßig immer wieder und da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung. Und deswegen dachte ich mir, greife ich doch mal wieder ich würde mal sagen, die drei Buzzwords überhaupt: Betriebsausgabe, Sonderausgabe und außergewöhnliche Belastung. Das sind die Möglichkeiten, wie ihr steuerlich was absetzen könnt. Und bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich die häufigsten Fragen beantworten. Erste Frage ist: Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Und zwar werdet ihr diese Aufzeichnung auch noch unter diesem Link, also genau den Link, den ihr habt, werdet ihr dauerhaft sehen. Ich werde das Video online lassen als ungelistetes Video, aber ihr habt in der Einladung ja den speziellen Link, oder könnt ihr euch den jetzt auch noch rauskopieren, dann habt ihr ihn später auch noch. Bleibt es live. Ich werde dann irgendwann so eine zusammengeschnittene Version auch noch als Video hochladen. Und wenn ihr möchtet, kann ich auch gern die Folien rumschicken. Ehrlicherweise steht da jetzt aber nicht so wahnsinnig viel drauf und wenn ihr die Aufzeichnung habt, dann kommt ihr eigentlich auch ganz gut klar. So, wir haben fünf Themen, wenn ich richtig zähle, heute vor uns. Einmal möchte ich auf das Thema Betriebsausgabe eingehen. Dann möchte ich darüber berichten, was Sonderausgaben sind, wie du sie absetzen kannst, was dazugehört, wo du was einträgst. Dann möchte ich das ganze Thema außergewöhnliche Belastung einmal angehen, erklären, was das ist, was dazugehört, was du zusammensammeln solltest und was du vielleicht auch für jetzt, also manchmal musst du ein paar Dokumente, Unterlagen aufbewahren. Wenn du es für vorletztes Jahr nicht gemacht hast, ist es ein bisschen ungünstig, aber du kannst halt jetzt ab sofort dafür anfangen, um es dann auch in 2021 ansetzen zu können. Es gibt in einigen Bereichen gibt es Pauschalen. Das heißt, wenn du keine tatsächlichen Kosten hast, kannst du einfach eine Pauschale ansetzen. Und es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die ich noch auf den Weg geben möchte. Und ehrlicherweise gibt es auch noch so eine Secret Agenda. Meine Secret Agenda ist, dass ich euch einmal einen Steuerbescheid erkläre, wie ihr eigentlich so einen Steuerbescheid lest. Diese Runde wird so ein bisschen privat. An dieser Stelle liebe Grüße an meine Mama, weil wenn meine Mama einen Steuerbescheid bekommt, so einen Brief vom Finanzamt, das ist so, die Leiden eines Steuerfachangestellten ist, wenn die Eltern Steuerbescheid bekommen, dann kriegst du immer einen panischen Anruf, wenn der Steuerbescheid ausgepackt wird, und sagen: Oh Gott, was muss ich denn jetzt machen? Die wollen wieder irgendwas von mir. Und das meiste, was ich meiner Mama sage, ist: Lies mal vor, dann liest sie vor und dann gehen wir das Stück für Stück durch. Und genau das machen wir heute auch in dieser Form. Mama, falls du sie mal sehen werdest, wir dürfen immer noch persönlich reden, aber du kannst dir im Zweifel das Video auch angucken. Und ihr alle, die ihr mich nicht direkt sofort anrufen könnt, könnt euch das Video später auch immer wieder angucken. Wer bin ich? Irgendwann habe ich mal eine Beschwerde bekommen, dass es unhöflich ist, wenn ich mich nicht vorstelle. Deswegen mache ich es ganz kurz. Mein Name ist Melchior, ich komme aus Berlin, ich bin gelernter Steuerfachangestellter und habe Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Habe als Steuerfachangestellter gearbeitet bei KPMG, das ist eine große Gesellschaft, Wirtschaftsprüfung und so weiter. Ich habe in der Steuerabteilung gearbeitet und habe eigentlich in erster Linie für geschlossene Immobilienfonds Steueroptimierung betrieben. Und habe in einer ETL-Kanzlei gelernt. ETL ist eine große Gruppe, sind aber viele kleine Kanzleien. Habe ich quasi, ich würde mal sagen, so ein durchschnittliches Steuerfachangestelltenleben gehabt damals. Das heißt, da waren die Kunden, waren Dachdeckerbetrieb, ich hatte eine Friseurin, ich hatte eine Hebamme, ich hatte, ja, wild gemischt. Restaurants hatte ich zwei, drei, die habe ich einfach betreut, habe für die Buchhaltung gemacht, Steuererklärung gemacht und so weiter. War mir irgendwann viel zu langweilig, habe mich dann selbstständig gemacht, in meinem Leben insgesamt schon 17 Jahre, 14 Jahre selbstständig, 7 davon Vollzeit, 7 nebenberuflich und genau, und kenne deswegen diese ganzen Herausforderungen, von denen ich erzähle, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.
auch in einer durchaus schmerzhaften Praxis und ich weiß, wie zum Kotzen und nervig so Steuern und Buchhaltung sein können, wenn man so viel zu tun hat und so viele Aufgaben hat, an denen man eigentlich Spaß macht und dann nervt die Steuererklärung, kann ich ein Lied von singen. Und weil ich mir dachte, das Problem muss man ein für alle Mal ein bisschen beseitigen und erledigen, habe ich letztes Jahr diesen ganzen Steuerservice von Contis mitgegründet und bin quasi in der Contis Steuerberatung Kanzleimanager. Ich selbst bin kein Steuerberater, möchte ich hier auch noch dazu sagen. Das heißt, dieses Webinar ist keine Steuerberatung, das ist auch ein reines Informationsangebot. Wenn du das aber gut findest und gerade wenn du Mandant bei uns bist, ruf uns gerne an. Du kannst auch mit dem Steuerberater sprechen, der wird dir bestätigen, dass das richtig gewesen ist, was ich erzählt habe. Und was ihr nicht seht, aber hinter der Kamera hat der Steuerberater auch schon über die Kamera geguckt und geguckt, was ich hier so mache. In dem Fall liebe Grüße an Juri, falls du es jemals sehen solltest. Hab viele Kunden gehabt in dem Bereich, bin deswegen seit Jahren schon bei Contis aktiv und widme mich jetzt dem ganzen Thema Steuern und versuche da, ich würde mal sagen, Dinge ein bisschen besser zu machen, die mich in der Steuerberatung immer genervt haben, gerade so mit Digitalisierung, Technologisierung und so weiter und auch ein wenig Kundenorientierung oder auch ein bisschen mehr, aber deswegen machen wir das Webinar auch. Das bin ich und ich möchte euch nicht weiter langweilen und möchte mit Worten eines großen Mannenstaates und zwar Helmut Schmidt hat einmal gesagt, ehemaliger Bundeskanzler hat gesagt, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Das ist quasi unsere Agenda, unsere Marschroute für heute. Und ich möchte anfangen mit der großen Frage, warum sollte ich eigentlich irgendwas absetzen? Das werden die meisten von euch schon irgendwie beantworten können, nicht alle. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen. Ist eigentlich relativ logisch. Ihr macht, wenn ihr selbstständig seid, macht ihr Gewinn. Das heißt, Kohle kommt irgendwie rein von Kunden. Ihr schreibt eine Rechnung, Geld kommt rein. Dann habt ihr Einnahmen. Das heißt, ihr habt einen Umsatz. Und jetzt, wenn ihr viele Kosten habt, bleibt natürlich am Ende weniger übrig. Und die Steuern, die Einkommensteuer und Gewerbesteuer, die berechnet sich immer anhand des Gewinns. Das heißt, je mehr Kosten du hast oder je mehr Kosten, ich will gar nicht sagen, dass ihr extra Kosten produzieren sollt, sondern je mehr Kosten du hast, die du ansetzen kannst, desto niedriger ist dein Gewinn und je niedriger dein Gewinn ist, desto weniger Steuern musst du zahlen. Relativ logisch. Und wo es immer wieder zu Verwirrung kommt, und deswegen erwähne ich das, habe ich letztes Mal im Webinar auch erwähnt, es gibt einen Unterschied zwischen Einnahmen und Einkommen. Und das muss häufiger, das ist so ein Alltagswissen, so random Facts über Steuern, Einnahmen und Einkünfte. Einnahmen ist der Umsatz, den du machst, und Einkommen ist dein Gewinn. Und das ist relativ wichtig, weil gerade in Formularen musst du häufiger Einkommen eintragen und manchmal steht auch Einnahmen da. Deswegen ist wichtig, Einnahmen ist Umsatz, Einkommen ist der Gewinn. Das ist relativ leicht zu merken, wenn du dir darüber mal Gedanken machst, wie diese ganze Steuer eigentlich heißt. Sie heißt nämlich Einkommenssteuer. Das heißt, du zahlst auf den Gewinn quasi deine Steuer und nicht auf die Einnahme. Es ist keine Einnahmensteuer, es ist eine Einkommenssteuer. Und jetzt Random Fact Nummer 2 ist eigentlich, es heißt Einkommensteuer und nicht Einkommenssteuer. Daran sieht man immer, ob jemand Ahnung hat von Steuern oder nicht. So, Entschuldigung, dass ich euch mit random kleinen Nebensächlichkeiten aus der Steuerwelt einigt. Aber jeder, der Steuerfachangestellter ist, der kennt diesen Running Gag, dass man daran jemanden erkennt, der keine Ahnung hat, weil er immer Einkommenssteuer sagt. Ich möchte sagen, wie versprochen, gehen wir mal so einen Einkommensteuerbescheid durch. Und es gibt einen einfachen Grund, warum wir das machen sollten. Weil ein Einkommensteuer ist genauso aufgebaut, wie die Berechnung ist. Wenn wir hier so ein paar Steuergesetze liegen, da ist schön in dem Einkommensteuergesetz aufgelistet, wie das Berechnungsschema quasi ist von der Einkommensteuer. Falls jemand nachlesen möchte, schlagt bitte Paragraph 2 auf. Und in Paragraph 2 steht dann drin, wie sich die Steuer berechnet. Und genau so ist auch so ein Einkommensteuerbescheid aufgebaut. Ihr werdet so das Formular kennen. Wir haben es offensichtlich auch nicht geschafft, in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren irgendwas an der Darstellungsform und irgendwie Beschaffenheit dieses Papierstücks zu ändern, ist auch erstmal egal. Und genau so gehen wir einmal durch, weil wenn wir den Steuerbescheid von oben nach unten einmal durchbesprechen, ähnlich wie ich es mit meiner Mama am Telefon mache, haben wir den großen Vorteil, dass wir quasi das gesamte Berechnungsschema einmal durchgegangen sind und ich euch in jedem Schritt einfach sagen konnte, was ihr jeweils absetzen könnt.
So sieht das Ganze ungefähr aus. Oben rechts steht immer irgendwie sowas wie Bescheid über die Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und Zinsen. Dann steht noch eine allgemeine Information da und dann gibt es ganz oben auf der ersten Seite, so obere Hälfte, so eine Tabelle. Und da steht drin, was man an, sind jetzt natürlich exemplarische Werte einfach nur, was man an Einkommensteuer zahlen muss, hier festgesetzt werden. Das heißt, die oberste Zeile ist das, diese Steuer muss ich fürs ganze Jahr zahlen. Dann steht hier noch was abgezogen, also was ich vorausgezahlt habe, schon von als Gehaltsabzug, als Lohnabzug, von der Kapitalertragssteuer und so weiter. Hier sind nochmal Zinsen, das muss ich immer nur zahlen, wenn ich viel, viel zu spät bin. Solidaritätszuschlag wurde teilweise eingeschränkt in diesem Jahr, würde den Rahmen sprengen, wenn ich darauf noch eingehe. Kirchensteuer müsst ihr nicht zahlen, nur wenn ihr in der Kirche seid. Das heißt, hier, das wird festgesetzt, das habe ich schon gezahlt, das ist die verbleibende Steuer. Bereits getilgt, das sind die quartalsweisen Vorauszahlungen zusammengerechnet, die ich gezahlt habe. Für die Einkommensteuer, Zinsen habe ich natürlich noch keine gezahlt, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Das heißt, mithin habe ich zu wenig entrichtet. Und das kann positiver oder negativer Betrag sein. In dem Fall habe ich leider dramatisch zu wenig bezahlt. Das heißt, ich habe eine ordentliche Nachzahlung. Wenn da ein Minus steht, das heißt, wenn ihr quasi mehr vorausgezahlt habt, als hier festgesetzt wird, habt ihr hier ein Minus. Minus bedeutet, ihr kriegt das Geld wieder und dann steht hier unten drunter, was quasi passiert mit diesem Betrag. In diesem Fall muss ich diese Kohle bitte bezahlen. Wie ihr seht, ist ein bisschen älterer Steuerbescheid. Aber so fängt es quasi an. Wenn ich dann weitergehe in dem Steuerbescheid, kommt als erstes sowas. Und zwar einmal aufgelistet die Besteuerungsgrundlagen, Berechnung des zu versteuernden Einkommens. Das heißt, am Anfang rechne ich alle Einkunftsarten zusammen. In Deutschland gibt es 7 Einkunftsarten und die alle finden sich auch in diesem Steuerbescheid wieder. Und das wird so ein bisschen schwierig. Ich lese einmal ab. Nein, die kriege ich auch noch so zusammen, glaube ich. Das heißt, in Deutschland kannst du Einkünfte haben aus Land- und Forstwirtschaft, aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, aus selbstständiger Tätigkeit, sprich freiberuflicher Tätigkeit, aus Gewerbetätigkeit, aus, jetzt weiß ich nicht, was ich schon hatte, habe ich Kapitalvermögen schon gesagt, und nicht selbstständige Arbeit habe ich nicht gesagt. Das heißt, Angestellten-Tätigkeit kannst du haben und dann gibt es noch eine Einkunftsart, ja, sonstige Einkünfte, das ist eine Ansammlung von Einkünften und wenn ihr das nicht habt, also wenn euer Einkommen, und es gibt Einkommen, das ist einfach nicht aufgelistet und nicht Teil davon, ist dieses Einkommen steuerfrei. Das gibt es ehrlicherweise nicht so besonders oft, aber um euch ein Beispiel zu nennen, wenn ihr im Lotto gewinnt beispielsweise, ist das kein Teil der 7 Einkunftsarten. Deswegen sind Lottogewinne zum Beispiel einkommensteuerfrei. Ihr werdet alle irgendwie sowas haben. Das heißt, sowas haben wie Einkünfte aus selbstständiger Arbeit bzw. aus freiberuflicher Tätigkeit. Hier ist für euch schon mal wichtig, es gibt eine Unterscheidung zwischen Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Jeder von uns bezeichnet sich als selbstständig. Du kannst aber unterschiedliche Einkünfte haben. Und zwar, wenn du freiberuflich bist, dann steht immer selbstständige Arbeit in deinem Steuerbescheid. Ansonsten steht Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das heißt, wenn du einen Gewerbeschein hast, hast du Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viel das von euch sind, aber du könntest beispielsweise auch eine GmbH gründen und als GmbH tätig sein und selbst angestellt sein in deiner GmbH, dann hast du auch noch 2 weitere Möglichkeiten. Du bezeichnest dich vielleicht immer noch als selbstständig, aber wenn du angestellt bist, dann hast du auch Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, obwohl du dich als selbstständig bezeichnest, oder du zahlst dir kein Gehalt, sondern schüttest dir den Gewinn am Ende aus. Dann hast du quasi Einkünfte aus der Ausschüttung aus einer Kapitalgesellschaft, sind dann Kapitaleinkünfte. Das heißt, du kannst mit deiner selbstständigen Tätigkeit, je nach Rechtsform und je nachdem, was du tust, kannst du Einkünfte haben aus selbstständiger Tätigkeit, aus Gewerbebetrieb, aus nicht selbstständiger Arbeit und aus Kapitalvermögen. Wenn du die einfachste Form gewählt hast, und zwar einfach Einzelunternehmen, dann ist es entweder selbstständige Tätigkeit oder Gewerbebetrieb. Was hier wichtig ist, und deswegen habe ich euch die Vokabeln beigebracht, Einkünfte. Das heißt, hier steht schon die Einkunft aus freiberuflicher Tätigkeit, 110.728 Euro in diesem Jahr oder in dem Jahr von dem Steuerbescheid natürlich. Das heißt, hier steht schon der Gewinn drin und damit ist ein riesengroßes Potenzial an Dingen, die du absetzen kannst, schon passiert, bevor es in den Steuerbescheid geht. Das heißt, hier steht schon der Gewinn drin. Das heißt, die erste große Möglichkeit, wo du Kosten ansetzen kannst, ist in deiner Buchhaltung. Das heißt, speziell jetzt in deiner Buchhaltung
kannst du alle Kosten ansetzen, die du brauchst, die irgendwie im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit stehen. Das heißt, mit den Einnahmen, die du in deiner selbstständigen Tätigkeit hast. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was es ist. Muss man immer schauen, welche Ausgaben du hast. Vielleicht, ich sehe gerade den Kommentar, Notiz an mich im Lotto gewinnen, kann ich euch aus steuerlicher Sicht sehr empfehlen. Ich habe auch sonst, glaube ich, noch keine Beschwerden darüber gehört. Ansonsten, zurück zum Ernst. Ansonsten ist es, die Betriebsausgaben ist sehr, sehr unterschiedlich, was ihr jeweils macht beruflich. Nur um Beispiel zu nennen, wir haben unter unseren Kunden beispielsweise eine Hundetrainerin. Eine Hundetrainerin kann beispielsweise Hundefutter, das sie braucht für ihre Tätigkeit, kann sie als Betriebsausgabe absetzen. Wenn ich jetzt Webdesigner bin und zu Hause auch einen Hund hat, der manchmal neben mir liegt und schläft, während ich am Laptop sitze, das ist keine Betriebsausgabe, weil kein direkter Zusammenhang mit deinen Einnahmen besteht. Und hier ist auch relativ logisch, je mehr Ausgaben du hast, desto weniger Gewinn, Einkommen hast du und desto weniger Steuern zahlst du, beziehungsweise desto weniger steht eigentlich überhaupt in diesem Feld als Einkünfte drin. Und auch wichtig, das ist eine Frage gewesen nach dem letzten Webinar, bei Angestellten, die haben das auch, die haben auch teilweise Kosten, die im direkten Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit stehen, sprich mit ihrer Angestellten-Tätigkeit, das können die auch absetzen. Da heißt es aber nicht Betriebsausgaben oder so, da heißt es Werbungskosten. Und ich habe letztes Mal, heute ist fast wie so ein Vokabeltest, ich habe letztes Mal gesagt, Angestellte, also Selbstständige können keine Werbungskosten haben. Das stimmt auch. Werbungskosten sind quasi die Betriebsausgaben für Angestellte. Das heißt, wenn du parallel oder hauptberuflich noch eine Selbstständigkeit hast oder ein Angestelltenverhältnis hast, das kannst du als für deine Angestellten-Tätigkeit Werbungskosten haben und für deine Selbstständigkeit quasi Betriebsausgaben haben. Hat ein bisschen für Verwirrung letztes Mal gesorgt, zumindest bei ein, zwei Leuten. Natürlich kann jeder Selbstständige Werbekosten haben. Ich kann auf Facebook Werbung schalten, auf Google Werbung, ich kann Flyer drucken und so weiter. Werbekosten kann jeder Selbstständige haben, weil wenn er für sein Unternehmen wirbt. Werbungskosten ist speziell dieser Begriff Betriebsausgaben für Angestellte. Und ihr könnt da alles reinpacken, was irgendwie für euch wichtig ist, für euer Unternehmen. Und hier ist auch ein wichtiger Punkt, das Finanzamt ist nicht dafür da, also das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei oder Unternehmenspolizei, die hingeht und sagt, stopp, diese Ausgaben darfst du nicht haben. Machen Sie in einigen wenigen Beispielen, aber grundsätzlich ist das Finanzamt nicht dafür da, zu entscheiden, welche Kosten du für dein Unternehmen brauchst und welches nicht. Es ist immer ein Thema der Argumentation. Wenn du sagen kannst, dass du bestimmte Ausgaben und Investitionen tätigen musst für deine Selbstständigkeit, darfst du das tun. Wir hatten letztes Mal in einem vorherigen Webinar mal darüber diskutiert bezüglich Spotify-Ausgaben. Wenn du Spotify hast und du Spotify für die Arbeit brauchst, meine Mama ist zum Beispiel, weil ich habe sie ja quasi schon fast vorgestellt, meine Mama ist selbstständige Hebamme, hat in Lübeck eine Hebammenpraxis und macht Hausgeburten, Hausbesuche und so weiter. Die macht so Vorbereitungskurse und so weiter, geht es auch um Spannungsübungen, Yoga und solche Geschichten und die spielt da natürlich Musik ab. Und wenn sie dafür einen Spotify-Account hat und das dafür nutzt, darf sie die Kosten für Spotify absetzen. Haben wir letztes Mal schon drüber diskutiert. Was das Finanzamt schon sagen darf, und das ist deren gutes Recht, weil das Finanzamt ist dafür da, die richtige Besteuerung quasi sicherzustellen. Das Finanzamt darf hingehen und sagen, naja, ich glaube dir jetzt nicht, dass du Spotify nur für deine Kurse nutzt und niemals privat nutzt. Kann man wahrscheinlich nicht gegenargumentieren. Aber dann kann man quasi die richtige Nutzungsaufteilung schätzen. Und wenn er sagt, 50% ist betrieblich veranlasst und 50% privat, dann setzt man halt die Hälfte der Kosten an. So einfach ist das. Und genau das kann man machen und sollte man auch machen. Und da einzige Blöde ist bei Spotify, man kriegt keine richtige Rechnung. Aber auch wenn man keine richtige Rechnung kriegt, vielleicht wichtiger Punkt, heißt es nicht, dass du es nicht als Betriebsausgabe ansetzen kannst. Die richtige Rechnung ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du einen Vorsteuerabzug brauchst. Das heißt für die Umsatzsteuer, sprich eine komplett andere Steuerart, dafür ist eine richtige Rechnung sehr, sehr wichtig.
fürs generelle Ansetzen als Betriebsausgabe reicht auch eine schlechte Rechnung oder eine falsche Rechnung. Deswegen, da kannst du es überlegen. Um ein paar Beispiele zu nennen, was man so ansetzen kann: Bürobedarf, Telefonkosten, Internetkosten, Kosten fürs Geschäftskonto, für den Steuerberater, Beiträge zu Berufsverbänden, Seminare, Fachliteratur, generell Fortbildung, Fahrtkosten, Kfz-Kosten, wenn das Auto dann zum Unternehmen gehört, Werbung. Das sind dann Werbekosten und keine Werbungskosten, betriebliche Versicherungen wie Berufshaftpflicht und so weiter. Und irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ist mir eingefallen. Tobi hat mir gesagt, er hat großspurig angekündigt, dass wir über das Thema Homeoffice sprechen. Wenn du beispielsweise zu Hause ein Homeoffice hast, es gibt übrigens auf dem Kanal, und würde ich euch alle, die hier zugucken, abonniert doch sehr, sehr bitte gerne einmal den Kanal. Wir haben einige spannende Videos schon, aber das Video am Donnerstag wird speziell für die Leute, die sich fürs Homeoffice interessiert, spannend sein, weil ich habe extra ein Video vorbereitet, wo es nur um Homeoffice geht, in 6, 7, 8 Minuten. Deswegen, wenn ihr den Kanal abonniert, kriegt ihr einmal alle zukünftigen Webinare mit, aber ihr kriegt auch die Videos mit, die wir zwischendrin veröffentlichen, und die sind sehenswert. Homeoffice könnt ihr ansetzen, wenn ihr einen eigenen Raum habt und Homeoffice-Kosten ansetzen könnt, dann ist zum Beispiel die Einrichtung für dieses Homeoffice, das heißt, wenn ihr einen Schreibtisch in euer Büro stellt, einen Bürostuhl braucht, ein Regal braucht, all diese Einrichtungsdinge könnt ihr auch voll als Betriebsausgabe absetzen, könnt ihr Vorsteuer ziehen und so weiter, auch wenn dieser Raum quasi in eurer Wohnung ist, weil dieser Raum ist dann euer Büro. Und das wird gerade bei vielen unserer Kunden, die zu Hause arbeiten, gerade jetzt im letzten Jahr noch viel mehr rund um Corona, könnt ihr das auch ansetzen. Ein anderes Beispiel, top aktuell: wenn ihr einen Geschäftstermin habt und ein Training bei einem Kunden macht und ihr könnt dieses Training nur machen, wenn ihr einen negativen Corona-Test nachweist und müsst jetzt einen Corona-Test kaufen, dann ist das definitiv betrieblich veranlasst, hängt im Zusammenhang mit euren Kosten, die ihr habt, und dann könnt ihr diese Kosten, also diesen Corona-Test, selbstverständlich als Betriebsausgabe ansetzen. Und es ist auch wichtig, alle Dinge, die du als Betriebsausgabe ansetzen kannst, solltest du auch als Betriebsausgabe ansetzen. Du hast auch die Möglichkeit, Corona-Tests später irgendwie als außergewöhnliche Belastung und sowas anzusetzen. Aber ich würde sagen, je weiter oben im Steuerbescheid du etwas ansetzen kannst, desto besser. Deswegen, wenn du etwas als Betriebsausgabe ansetzen kannst, solltest du es auch als Betriebsausgabe und nicht irgendwo anders versuchen unterzubekommen. So viel dazu. Sind soweit dazu erstmal Fragen? Wenn ja, gerne in den Chat schreiben, weil dann gucke ich mir einmal ganz kurz an, welche Fragen da auftauchen. Ich gucke einmal ganz kurz auf die Uhr. Wir sind gut im Zeitplan. Eine ganz wichtige Frage, ich weiß nicht, muss ich die Rechnung meiner Kunden auf korrekte Stellung, sorry, muss ich die Kunden, das ist sehr kindisch, muss ich die Rechnung meiner Kunden auf korrekte Stellung kontrollieren? Also die Kunden, sondern Dienstleister. Das heißt, du gibst Aufgaben ab und du kriegst eine Rechnung, und ob du da schauen musst, ob die Rechnung richtig ist. Ja, also relativ einfach zu beantworten, ja, aber wie ich eben bei Spotify gesagt habe, bei Spotify kriegt man halt keine richtige Rechnung, das ist immer ein bisschen ätzend, weil die ganzen Internet-Tools fühlen sich zu fein, eine vernünftige deutsche Rechnung auszustellen. Wichtig, warum du sie brauchst, ist für den Vorsteuerabzug. Das heißt, wenn du dies in Umsatzsteuer, also umsatzsteuerlich geltend machen möchtest und quasi die ausgewiesene Umsatzsteuer in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen möchtest, dann musst du diese Kosten dann brauchst du eine richtige Rechnung. Um sie als Betriebsausgabe abzusetzen, grundsätzlich brauchst du es nicht. Das ist auch für alle Leute, die Mandant sind bei uns quasi in der Kontosteuerberatung. Es tut mir leid, ich weiß, wir kategorisieren manchmal Dinge, wo theoretisch irgendwas ausgewiesen ist oder eine Rechnung da ist und so weiter. Wenn die Rechnung aber nicht richtig ist, darf man die Vorsteuer nicht ziehen. Das gilt für dich, das gilt auch für unsere Kunden natürlich. Und ich weiß, dass es da manchmal Diskussionen gibt und manchmal sieht man das anders, aber wir machen die Buchhaltung für unsere Kunden. Wir schauen immer, ob die Rechnung richtig ist. Bei höheren Beträgen lohnt es sich definitiv, da nach einer Rechnungskorrektur zu fragen. Wenn das jetzt Tools sind, von den man weiß, dass man eh keine richtige Rechnung kriegt, ob man da jetzt bei 2 Euro da jetzt noch stundenlang den Aufwand betreibt, eine richtige Rechnung zu bekommen, lohnt sich meistens nicht. Dann kann man aber leider den Vorsteuerabzug nicht geltend machen und muss auch in der Kontist-App, alle, die auch die Banking nutzen, muss man das halt als 0% leider kategorisieren. Aber als Betriebsausgabe kann man es immer setzen. Das heißt, für die Einkommensteuer und auch Gewerbesteuer ist es trotzdem gewinnmildernd geltend und ist trotzdem gut. Das heißt, auch wenn ihr keine richtige Rechnung habt, könnt ihr sie trotzdem als Betriebsausgabe setzen, aber du bist trotzdem für die Umsatzsteuer verpflichtet, das zu machen. Hier hat irgendjemand geschrieben, dass er Buchhaltung liebt.
Das freut mich sehr. Du findest auf der Contest-Seite ganz unten runter gescrollt unsere offenen Positionen. Wir freuen uns immer über Leute, die Buchhaltung lieben. Womit warst du selbstständig? Ich habe sehr, sehr viel schon gemacht, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt ein privates Thema. Ganz kurzer Ausflug. Ich bin in erster Linie, ich habe eine Agentur gegründet für Community Management, Community Aufbau. Das heißt also Online-Memberships und wir haben quasi Foren moderiert, um es ganz platt zu sagen. Tatsächlich ist aber die Contest Steuerberatung meine sechste Unternehmung, die ich starte und gründe. Ich war etwas umtriebiger, weil ich immer neue Dinge ausprobieren wollte. Und war da selbstständig. Ich habe auch tatsächlich irgendwann in meiner Jugend mal, also Jugend, doch, ich war 17 und habe Ferienwohnungen vermietet an der Ostseeküste. Weil ich gesehen habe, dass ein Ferienwohnungsobjekt quasi aufgelöst wurde und ich konnte sowohl das Haus, die Verwaltung quasi übernehmen und den Kundenstamm und so weiter. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Was ist, wenn man Webtrainer-Dozent ist? Somit wäre man doch für die Rechnung Umsatzsteuer befreit nach § 4, Nummer und so weiter. Du weißt es, habe aber keine Ahnung, wie man das in Contest verbucht. Das ist relativ easy. Also wenn du Umsatzsteuer befreit bist, du kannst in den Einstellungen einklicken. Ich glaube, es ist Kleinunternehmerregelung steht dran. Ist ein bisschen ungeschickt bezeichnet. Stell in deinen Einstellungen einfach Kleinunternehmerregelung an. Weil Kleinunternehmerregelung heißt eigentlich, mit der Umsatzsteuer passiert nichts. Du kannst auch jede einzelne Transaktion einfach mit 0% kategorisieren, weil du hast weder auf deine Rechnung, du stellst ja Umsatzsteuer und du hast auch keinen Vorsteuerabzug. Bei dir wäre zum Beispiel eine richtige Rechnung jetzt nicht so dramatisch, weil du hast eh keinen Vorsteuerabzug. Kann man als Selbstständiger einen Führerschein absetzen? Auch das ist so eine, du wirst niemals die gesamten Kosten für den Führerschein absetzen. Vollkommen unmöglich, weil den Führerschein wirst du auch privat nutzen. Hundertprozentig ja. Es kommt ein bisschen darauf an, was du als Selbstständiger jetzt machst. Wenn du Berufsfahrer bist und jetzt deinen LKW-Führerschein machst und du nutzt ihn auch nur dafür, privat fällt man jetzt kein LKW und solche Geschichten und du machst das aber, bist da selbstständig als, keine Ahnung, LKW-Fahrer oder so, dann kann man das gucken. Im Zweifel muss man aber den gesamten Kontext beantworten, deswegen kann ich dir das jetzt nicht eins zu, also jetzt kann ich das für dich nicht sagen. Grundsätzlich, wenn du es argumentieren kannst, dass es nur für dein Unternehmen ist oder es schwerpunktmäßig für dein Unternehmen und so spricht grundsätzlich nichts dagegen, dass man solche Kosten auch ansetzt. Fun Fact, es gibt keine Rechnung mit Umsatzsteuer bei Spotify, da sich das Angebot nur an Privatkunden richtet. Korrekt, stimmt, aber nur weil Spotify sagt, es richtet sich nur an Privatkunden, heißt es nicht, dass ich es auch nur als Privatkunde nutzen darf. Auch ich darf Kosten ansetzen, wenn der Anbieter sagt, es ist nur für Privatleute. Weil wenn ich das für mein Unternehmen nutze, dann verstoße ich vielleicht gegen die Spotify-AGB, aber nicht gegen das deutsche Steuerrecht. Also die Spotify, also ich kenne dieses Denken, aber quasi das Spotify-AGB, die stehen nicht über dem Einkommensteuergesetz. Und deswegen, aber das ist der Grund, warum man keine richtige Rechnung bekommt. Weil, das machen auch ganz viele, bei H&M habe ich das letztens auch gesehen, da steht irgendwo, dass sie sich nur an Privatkunden rechnen und daraus ziehen sie sich quasi aus der Verantwortung, die richtige Rechnung ausstellen zu müssen, weil im Umsatzsteuergesetz steht, dass nur, wenn der Endkunde quasi ein Unternehmer ist, dann muss man eine richtige Rechnung schreiben. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch in mein Software-Tool oder H&M auf dieser Webseite schreiben, mein Angebot richtet sich ausschließlich an Privatleute und befreie mich von einer ganzen Menge Bürokratie, weil ich keine Rechnung schreiben muss. Ist leider so. Kann ich Kosten für mein Fahrrad absetzen? Patrick, du solltest dich unbedingt bei uns melden. Du findest unter diesem Video solltest du Kontaktdaten finden. Du kannst uns aber auch schreiben an steuern@contest.com, weil darüber haben wir uns intern so viel ausgetauscht, wie du dein Fahrrad als Betriebsfahrrad absetzen kannst. Es gibt Möglichkeiten, allerdings wirst du auch dein Fahrrad, also entweder musst du nachweisen, dass du es 100% nur betrieblich genutzt hast und dann hast du noch ein privates. Ansonsten kannst du es aber als Betriebsfahrrad auch anschaffen und quasi die Nutzung, die private Nutzung, muss dann ähnlich wie so ein Firmenwagen quasi auch versteuert werden. Ah, das ist ganz gut. Gute Frage. Kann das Finanzamt denn irgendwo meckern, wenn ich zu viel ausgegeben habe für was Bestimmtes? Beispiel, wenn ich ein Lieblingsnotizbuch habe und das hat 25 Euro kostet, nicht 5. Nein. Perfektes Beispiel. Das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei. Du darfst auch 500 Euro für dein Notizbuch ausgeben. Das ist vollkommen deins. Also wichtig ist, du musst es für dein Unternehmen nutzen. Das ist halt wahnsinnig wichtig, wenn du da, das musst du nachweisen. Wenn du es nicht privat nutzt, das ist ganz klar. Das Finanzamt ist bei teuren Dingen, gibt es immer nur Probleme, wenn das Finanzamt nicht glaubt, dass du es richtig angegeben hast. Wenn ich zum Beispiel zu Hause privat gar kein Auto habe, aber mein Firmenwagen ist ein Ferrari und ich sage, ich nutze das privat und ich glaube mir das Finanzamt einfach nur nicht. Wenn ich das aber hundertprozentig zweifelsfrei so nachweisen kann, dass es
hundertprozentig so ist und das ist so felsenfest, wie es nur irgendwie geht. Und die prüfen das auch nach. Also die kommen dann und gucken das prüfen. Also bei hohen Ausgaben prüfen sie das nach. Jetzt nicht bei einem Notizbuch für 25 oder 50 oder 100 Euro. Aber ansonsten, sie prüfen es nach. Wir hatten auch häufiger schon Hausbesuche bei den Mandanten. Die gucken sich das an, ist fein und ist okay. Aber das meine ich exakt mit, das Finanzamt ist nicht die Unternehmerpolizei. Es gibt keinen angemessenen Rahmen für Notizbücher beispielsweise. So, ich weiß, es sind noch ein paar mehr Fragen. Ich kann ganz am Ende noch auf alle eingehen, aber zum Thema Betriebsausgabe würde ich das erstmal darauf beruhen, sonst sprengen wir den Zeitrahmen sehr. Und wir können, wie gesagt, wenn da viele Fragen sind, können wir auch mal nur dazu ein Webinar machen. Deswegen Ankündigung, ich habe schon gesagt, wir haben mehrere Webinare geplant. Ja, wir sind jetzt ab jetzt jeden Dienstag um 17 Uhr live. Das heißt, ich werde mir auch anschließend nochmal alle Fragen durchlesen und schauen und werde das auch in zukünftige Themenplanung immer einfließen lassen. So, wir waren im Steuerbescheid. Ganz oben Berechnung zu versteuerndes Einkommen, habe Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, aus freiberuflicher Tätigkeit. Einfach nur, um es mal zu zeigen, so sieht das dann ungefähr aus bei Angestellten. Das heißt, ich habe quasi meine eigene selbstständige Tätigkeit. Bei Angestellten gibt es auch quasi keine Betriebsausgaben, sondern Werbungskosten. Und vielleicht hast du ja parallel auch noch hauptberuflich oder nebenberuflich noch eine Angestellten-Tätigkeit. Steht hier oben quasi der Bruttoarbeitslohn und dann steht auch eine ganze hier Abwerbungskosten Ehefrau. Und dann sieht Wege zur Wohnung und Arbeit mit dem PKW und das kennt eigentlich jeder, Tage mal Kilometer mal 30 Cent. Das heißt, es gibt eine Entfernungspauschale, es gibt Aufwendung für Arbeitsmittel, das können Bücher sein, das können irgendwelche Ordner abheften und so weiter. Und dann hast du eine Summe der Werbungskosten. Hier gibt es aber eine Pauschale. Es gibt leider für Selbstständige keine Betriebskostenpauschale, die quasi du beim Finanzamt pauschal ansetzen kannst. Das heißt, wenn du 10.000 Euro Umsatz machst, kannst du nicht einfach sagen, 1.000 Euro habe ich auf jeden Fall ausgegeben. Das haben leider Angestellte. Das heißt, Angestellte haben 1.000er pauschal. Die müssen gar keine Kosten haben. 1.000er kriegen sie trotzdem vom Finanzamt als Werbungskosten. Einfach als Pauschalbetrag gutgeschrieben. Die kannst du immer ansetzen. Und selbst wenn du sie nicht ansetzt, das Finanzamt wird sie ansetzen. Und der Grund, warum ich das hier anspreche, ist, für alle Leute, vielleicht könnt ihr da mal reinschreiben, gibt es jemanden von euch, der sowohl angestellt als auch selbstständig ist? Weil dann wäre das ganz interessant. Ja, gibt einige. Sehr schön, dann geht es nämlich ein. Weil du wirst ja wahrscheinlich irgendwie in einem ähnlichen Bereich sein. Also du wirst jetzt ja nicht so vollkommen unterschiedliche Dinge machen. Weil du hoffentlich irgendwie eine Expertise hast und ein Know-how, quasi dein Know-how, damit wirst du Geld verdienen, egal ob Angestellter oder Selbstständiger. Wenn du zum Beispiel Ausgaben hast für beides und zum Beispiel jetzt Bürokosten hast, würde ich dir immer empfehlen, so viel wie möglich in deine Selbstständigkeit, in deine Buchhaltung zu packen und da die Kosten anzusetzen. Weil als Angestellter hast du die 1.000 Euro immer. Und hier ist jetzt quasi aufgelistet, quasi die ganzen Werbungskosten aufgelistet. Ich komme nur auf 824 Euro und kann dann doch 1.000 Euro ansetzen. Das heißt, ich könnte, wenn es denn möglich ist, ich weiß nicht, was dahinter steckt, die übrigen Werbungskosten oder die Aufwendung für Arbeitsmittel und so, wenn die auch in der Buchhaltung gut aufgehoben werden, dann würde ich sie eher da ansetzen, weil hier gehen sie quasi einfach verloren. Das heißt, wenn ihr eure Steuererklärung macht, ja gut, wenn ihr Steuerberatungskunde, also bei uns Kunde seid, dann werden wir sowieso noch drüber reden, wenn wir die Steuererklärung erstellen. Aber ihr solltet die Kosten, so viele Kosten wie denn möglich, in eure Buchhaltung packen, weil ihr als Angestellter sowieso immer ein 1.000er pauschal habt. Das so viel dazu. Wenn ihr dann, also dann habt ihr alle 7 Einkunftsarten, die ich euch vorhin erzählt habe, rechnet ihr zusammen, dann habt ihr quasi eine Summe der Einkünfte und einen Gesamtbetrag der Einkünfte. Hier sind jetzt zwei Spalten, weil es ist einmal Ehemann und Ehefrau und dann haben wir hier kombinierte Gesamtbetrag der Einkünfte. Und davon aufbauend gehen wir in die nächsten Schritte. Und das sieht dann so aus. Ja, ab jetzt wird es richtig kompliziert. Da ist dann so, wo meine Mama dann nicht mehr weiter weiß und ich sage so ganz ruhig, wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Hier steht nämlich als Überschrift ab. Ab heißt, es reduziert sich jetzt. Beschränkt abziehbare Sonderausgaben. Und damit sind wir auch gleich in dem nächsten Teil von den Dingen, die wir absetzen können. Und zwar neben den Betriebsausgaben, die setzen wir als erstes ab, kommen die Sonderausgaben. Und eigentlich stehen hier schon viele, viele Dinge, deswegen habe ich den Screenshot genommen, weil hier einfach so wahnsinnig schöne viele Sachen drinstehen, stehen viele Dinge, die ihr steuerlich ansetzen könnt, die aber keine Betriebsausgabe sind.
Zum Beispiel Altersvorsorgeaufwendung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, hier nochmal Krankenversicherung, Beiträge zur Pflegeversicherung, noch Pflegeversicherungsbeiträge und generell Vorsorgeaufwendung. Und dann hier gibt es noch unbeschränkt abziehbare Sonderausgaben. Das heißt, Zuwendungen, hier gibt es, man kann Spenden ansetzen, gezahlte Kirchensteuer, Kinderbetreuungskosten und so weiter. Das heißt, das sind alles Dinge, die du steuerlich ansetzen kannst. Kann die auch nochmal anders auflisten. Sonderausgaben sind grundsätzlich private Ausgaben, das heißt, sie gehören zu deiner privaten Lebensführung, haben nichts mit deiner Selbstständigkeit zu tun. Das ist immer wichtig, das ist ein bisschen kontraintuitiv für jemand, der selbstständig ist, weil es ist alles meins. Für den Gesetzgeber bist du aber eigentlich zwei Personen. Du bist einmal dein Unternehmen und du bist einmal du selbst privat. Dein Unternehmen hat Betriebsausgaben. Du kannst aber auch in dem privaten Bereich kannst du Kosten haben, und da der Staat möchte, dass du diese Kosten hast. Das heißt, entweder bist du sogar verpflichtet, diese Kosten zu haben, aber der Staat möchte unbedingt, dass du dafür Geld ausgibst. Und das ist der Grund, weil das Steuerrecht ist nicht nur dafür da, dass der Staat sich die Taschen voll macht, sondern auch hat so eine Aufgabe der Lenkung quasi. Und wenn der Staat sagt, der Gesetzgeber sagt, okay, bestimmte Ausgaben möchte ich begünstigen, geht der Staat davon aus, okay, dann geben mehr Leute dafür Geld aus. Und dafür gibt es zum Beispiel Sonderausgaben. Das sind private Kosten, von denen der Staat aber möchte, dass du sie auch hast und ausgibst. Das heißt, es sind bestimmte private Ausgaben. Dazu gehören Beiträge für die Altersvorsorge, private und gesetzliche Rentenversicherung. Bei privaten Rentenversicherungen muss man immer schauen, erfüllt das alle Bedingungen? Nicht jeder Sparplan und einfach, ich kaufe mal eine Aktie, ist keine Rentenversicherung. Da muss man genau schauen, aber grundsätzlich Altersvorsorge, die dafür da, die quasi ähnlich sind wie die gesetzliche Rentenversicherung, die kannst du steuerlich geltend machen. Die Unterlagen bitte auch alle sammeln und auch für entweder, wenn ihr unsere Mandanten seid, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal zusammensammeln. Wenn ihr selber macht, auch unbedingt zusammensammeln, bevor ihr euch erst Smartsteuer, Taxfix, wie heißen sie noch, Steuerbot und die ganzen Tools, bevor ihr euch da dran setzt, sammelt euch das zusammen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, da sage ich auch, der Staat möchte, dass ihr das habt. Okay, ihr seid auch verpflichtet dazu, aber das möchte auch der Staat, dass ihr das unbedingt habt. Spenden sind steuerlich begünstigt als Sonderausgaben, auch Unterhaltszahlungen an den oder die Ex-Partner, gezahlte Kirchensteuer und hier unten stand schon auch nochmal Kinderbetreuungskosten. Das sind alles Kosten, die könnt ihr alle in der Steuererklärung ansetzen. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Diese Frage habe ich tatsächlich schon häufiger gesehen. Gerade wenn du jetzt Kontist nutzt und Kontist Steuerberatung nutzt oder uns beauftragt hast damit. Ich sehe das immer mal, wenn Krankenversicherungsbeiträge über das Kontistkonto, also über das Geschäftskonto bezahlt werden, buchen wir das normalerweise als privat ohne Vorsteuerabzug. Warum? Weil es in den privaten Bereich gehört. Es ist keine Betriebsausgabe. Es ist aber trotzdem steuerlich relevant und wir werden das natürlich in der Steuererklärung berücksichtigen. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass ihr das habt. Und auch hier für alle, die quasi Kontist Steuerberatungskunde sind, würde ich euch empfehlen, auch für alle anderen eigentlich, zahlt diese Ausgaben auch über das Kontistkonto. Zahlt das auch entweder über euer Kontistkonto oder wenn ihr auch woanders euer Geschäftskonto habt, zahlt das über euer Geschäftskonto. Es hat einen einfachen Grund. Es ist alles privat und ihr müsstet das, wenn ihr Kontist nutzt, auch immer als privat kategorisieren. Aber es ist immer ziemlich ätzend, wenn ich mir später, anderthalb Jahre später, ein Jahr später, mir das raussuchen muss und mir überlegen muss, wann habe ich denn wo eigentlich was gezahlt? Wo sind denn nochmal meine Krankenversicherungsbeträge? Wo habe ich denn nochmal meine Spenden zusammen? Oh, ganz vergessen und so weiter. Wenn ihr einfach konsequent alle steuerlich relevanten Zahlungen übers Kontistkonto abwickelt, und dann halt als privat markiert, findet ihr sie aber schnell wieder. Und deswegen ist, finde ich, ist eigentlich immer besser, das auch über das Geschäftskonto abzuwickeln. Und das ist vollkommen egal, ob ihr uns als Steuerberater habt oder irgendeinen anderen, auch der andere Steuerberater wird das nicht schlecht finden, weil er alles an einem Ort hat und dadurch schnell wiederfindet. Deswegen, das sind einmal Sonderausgaben, die quasi private Ausgaben sind, aber bestimmt steuerlich begünstigt sind. Wenn ihr das nicht habt, also wenn ihr hier einfach gar nichts groß weiter habt, gibt es Versicherungsbeiträge, aber es gibt nochmal für Sonstiges quasi einen Sonderausgabenpauschalbetrag, der ein bisschen ehrlicherweise lächerlich 36 Euro ist, gibt es aber. Das heißt, wenn ihr da gar nichts eingebt, natürlich habt ihr irgendwie Krankenkasse, ihr habt die gesetzliche Rentenversicherung und solche Sachen, die man immer hat, die hat man. Wenn ihr sonst aber gar nichts habt, gibt es nochmal 36 Euro quasi. Und damit, dieses Thema kann den Rahmen extrem sprengen und wir können gerne auch nochmal in der Tiefe
deutlich tiefer einsteigen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ein paar Fragen dazu sind. Wir haben ein bisschen die Problematik, das sprengt sehr schnell den Rahmen. Bin Vertrieb angestellt, Firmabereich, habe Sicherheitsfirma einzeln, wie kann ich bestmöglich darstellen? Bin seit Ausland, tatsächlich schaue ich mir nebenbei. Was kann ich da alles auf. Gut, das bezieht sich alles noch so ein bisschen auf Betriebsausgabe. Möchte ich gerne am Ende eingehen, weil wir haben einige Leute dabei. Ich bin begeistert, wie viele Leute dabei sind. Finde ich sehr gut. Finde ich hervorragend, dass ihr da seid. Ich möchte aber jetzt nicht die langweilen, die jetzt nicht direkt eine 1-zu-1-Frage haben. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal durch die Präsentation durch und danach, ich habe Zeit. Danach können wir gerne gemeinsam die ganzen Kommentare und Fragen durchgehen und so weiter und dann beantworte ich die ganz gerne. Als nächsten Punkt haben wir quasi die Betriebsausgaben haben wir besprochen, wir haben die Sonderausgaben besprochen und jetzt gibt es den, den ganzen Bereich außergewöhnliche Belastung. Der hat von der Argumentation und von dem Grund, warum es das gibt und wie das berechnet wird, einen anderen Hintergrund. Und ich fand das, als ich das Ganze studiert habe und gelernt habe, und so immer gut zu verstehen, was der Gesetzgeber damit meint. Betriebsausgabe ist relativ logisch. Finanzamt möchte sich nicht in die Unternehmereigenschaft, deswegen darf ich auch ein Notizbuch für 25 statt 5 Euro und so weiter ansetzen. Das heißt, die Innovation und die Entscheidung, was gut und schlecht für mein Unternehmen ist, das soll jeder Selbstständige bitte selbst verantworten. Und der muss auf den Gewinnsteuern bezahlen. Logisch. Sonderausgaben sind quasi geförderte Ausgaben, wo der Staat möchte, dass die möglichst hohen Umfang gemacht werden, weil der Staat möchte, dass du vorsorgst. Deswegen sind auch private Altersvorsorge gefördert, weil der Staat möchte, dass du fürs Altersvorsorge, der möchte, dass du krankenversichert bist, der möchte, dass Unterhaltszahlungen geleistet werden und so weiter. Weil, wenn das die Leute nicht selbst machen würden, müsste der Staat irgendwann irgendwo anders einspringen. Und deswegen fördert der Staat das. Steuern haben aber auch den Zweck, quasi eine gleichmäßige Belastung darzustellen. Klingt erstmal bescheuert, weil in der Praxis ist das nicht so unbedingt gegeben, aber eine Steuer soll so gestaltet sein, dass quasi jeder gleich hohe, also der Schmerz, also gleich hohe Einschnitte quasi in deinem Lebensstandard hat. Und das ist auch der Grund, warum wir so einen progressiven Tarif haben. Weil jemand, der 10.000 Euro im Jahr nur zur Verfügung hat für alles, der zahlt keine Steuern, weil der Grundfreibetrag ist ungefähr 10.000 Euro. Der zahlt gar nichts. Das heißt, der ist sowieso, den kann man nicht belasten. Und dann fängt der Steuersatz sehr, sehr niedrig an und dann steigt er mit zunehmendem Einkommen steigt er an. Der Gedanke, warum das so ist, ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der mir eine Million verdient, wenn der jetzt 450.000, 500.000 Euro für die Steuer abgibt, ist das okay, weil er mit den anderen 500.000 immer noch ganz gut leben kann. Das heißt, seine Belastung, seine persönlich gefühlte Belastung, die Einschnitte, die er in seinem Leben hinnehmen muss, sind vergleichbar, weil eine halbe Million, obwohl ich zur Verfügung zu haben nach Steuern, obwohl ich eine Million verdient habe, ist vielleicht ähnlich zu jemandem, der 60.000 verdient hat und davon, keine Ahnung, 20.000, 25.000 Euro abgeben musste. Das ist so der Gedanke. Das heißt, jeder soll ungefähr gleich doll, in Anführungszeichen, leiden. Und jetzt gibt es aber in dem Leben von jedem von uns manchmal Dinge, die passieren unvorhergesehen und das sind quasi außergewöhnliche Belastungen. Daher kommt der Name tatsächlich. Das heißt, es sind unvorhergesehene Dinge, die immer mal wieder passieren, aber die nicht regelmäßig passieren und die eine bestimmte Person sehr, sehr hart belasten. Und deswegen kann man sie von der Steuer absetzen. Das heißt, wenn du in einer bestimmten Situation sehr, sehr über normal quasi belastet bist, finanziell, kannst du das steuerlich geltend machen, um dann weniger Steuern zu zahlen. Das ist der Hintergedanke hinter außergewöhnlich belastend. Das heißt, man hat einen großen Topf an Dingen, wo man sagt, okay, die treten zwar selten ein, aber wenn sie eintreten, dann sind sie meistens teuer. Die Unterlagen, die musst du auch sammeln, pack die gerne rein, gib die auch gerne über das Konto aus. Die musst du sammeln, man wird aber in der Steuererklärung immer einen Prozent abziehen, also einen gewissen Anteil an zumutbarer Belastung, weil natürlich ist man mal krank und das ist ist jetzt nicht Normalfall, dass man krank ist, aber in der Masse ist es doch
irgendwo auch normal und liegt in jedem Einzelnen, dass man so ein bisschen vorbereitet ist und ein bisschen Arztkosten beispielsweise hat. Deswegen gibt es erstmal außergewöhnliche Belastung, großen Topf an diesen außergewöhnlichen Belastungen und Kosten. Da wird ein Teil davon abgezogen von, okay, das war die zumutbare Belastung. Und dann gibt es einen Betrag, wenn dann die außergewöhnliche Belastung höher ist als die zumutbare Belastung, die du steuerlich nochmal geltend machen kannst als außergewöhnliche Belastung. Das heißt, wenn du jetzt sammelst, Arztrechnung und so weiter, kann ich dir noch so noch gar nicht genau sagen, ob du sie steuerlich absetzen kannst. Sammel sie, weil wenn du über den Anteil der zumutbaren Belastung kommst, dann kannst du sie ansetzen. Wenn nicht, dann leider nicht. Und das sieht dann im Steuerbescheid so aus. Das ist jetzt ein anderer, siehst du, die Beträge sind ein bisschen niedriger. Aber hier sind außergewöhnliche Belastungen gesammelt in Höhe von 356 Euro. Zumutbare Belastungen sind 5% von diesem Betrag, sind 344 Euro. Das heißt, hier sind leider nur noch ein Überbelastungsbetrag von 12 Euro. Das kann natürlich viel, viel mehr sein, weil dazu gehören diese Ausgaben. Das heißt, auch hier nochmal geschrieben, sind überraschende und unvorhergesehene hohe finanzielle Belastungen. Das häufigste Beispiel sind Arztkosten. Das heißt, Arztkosten für dich, für Medikamente, wichtig auch, wenn sie nicht von der Krankenversicherung übernommen werden. Das heißt, wenn du einen Tausender ausgibst, du aber einen Tausender von der Krankenkasse wiederbekommst, bist du finanziell nicht belastet und kannst es auch nicht ansetzen, sondern deine tatsächliche Belastung. Das heißt, solche Dinge, Operationen, Dinge, auch Brille, pack alles, alle Gesundheitskosten, pack das rein von der Apotheke, sammel alles, pack das da rein, sammel das dafür. Zum Beispiel Beerdigungskosten gehören auch dazu, ist auch jetzt nicht alltäglich. Pflegekosten für die eigenen Eltern, wenn das nicht übernommen wird von irgendwelchen Versicherungen. Oder auch Unterhaltskosten, muss man immer schauen, lieber Sonderausgaben, weil wie gesagt, außergewöhnliche Belastung, muss man schauen, was das ist. Da gehören übrigens auch so ganz abgefahrene Sachen. Es gibt ein Urteil zum Beispiel, hat irgendjemand mal Lösegeld, also Kinder entführt und so weiter, gab es eine Lösegeldforderung, musste jemand Lösegeld zahlen, um seine Kinder wieder freizukaufen. Mit der gleichen Logik dessen, okay, das ist nicht normal, das belastet mich außergewöhnlich und man soll mich nicht schlechter stellen, ich soll genauso leiden wie alle anderen Steuerpflichtigen, muss ich ja ansetzen können. Hat durchgeklagt bis ins, keine Ahnung, Bundesfinanzhof wahrscheinlich, hat Recht bekommen. Ja, also wenn irgendwann mal euer Kind entführt wird und ihr müsst Lösegeld zahlen, lasst euch eine Quittung geben, weil ihr das dann als außergewöhnliche Belastung ansetzen könnt. Klingt wie ein Joke, ist aber, meine ich, vollkommen ernst. Das heißt, sammelt alle diese Rechnungen auch mit. Und gerade weil das die Frage Corona-Tests ständig kommt, deine privaten Corona-Tests kannst du auch sehr gerne. Pack die da rein. Wichtig ist da, ich kann dir nicht garantieren, dass du sie absetzen kannst, weil dafür musst du erstmal über die zumutbare Belastung hinauskommen. Aber auch wenn ich jetzt, also jetzt als Beispiel gerade Corona, da gibt es ja viele, die auch krank geworden sind, die auch vielleicht nachhaltig krank sind, die Pflege und viele, viele Kosten entstanden sind, die könnt ihr da als außergewöhnliche Belastung ansetzen. Auch richtig, also teilweise sind so Schicksalsschläge. Wenn ich jetzt mein Haus umbauen muss, weil ich ein Pflegefall geworden bin, stehen so viele Kosten, da werdet ihr natürlich wahnsinnig viel ansetzen können. Und jetzt als Beispiel, ihr habt ja meine Mama schon kennengelernt, mein Bruder beispielsweise, mein Bruder ist blind geboren. Der hat die ersten 2-3 Jahre seines Lebens in Krankenhäusern verbracht. Das hat wahnsinnig viele Kosten, auch Fahrtkosten zu den Krankenhäusern hin und Übernachtung und so. Ist ein riesiger Kostenberg entstanden damals für meine Eltern. Das sind alles, natürlich nicht alles übernommen worden von der Krankenkasse, weil die Krankenkasse zahlt jetzt nicht die Fahrtkosten zum Spezialkrankenhaus irgendwo quer durch Deutschland. Das sind alles Kosten gewesen, die natürlich finanziell belastend waren, die aber alle in der Steuererklärung angesetzt werden können als außergewöhnliche Belastung. Deswegen, da gibt es jetzt auch keine feste Definition oder Liste. Das ist tatsächlich das, was ihr seht. Und wenn ihr der Logik folgend, ich will nicht immer, Schicksalsschläge klingt so hart, aber wirklich einmal hohe Kosten hast, wo ihr sagt, oh, das ist ja normalerweise nicht so, wäre das ein Kandidat für außergewöhnliche Belastung. So viel dazu. Dazu ist wahnsinnig schwer, Fragen zu beantworten, weil das sehr, sehr, sehr individuell ist. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie trotzdem einmal rein. Als einmal eine Frage bezüglich Spenden, gerade in Bezug auf GmbHs, müssten wir im Einzel, also müssten wir schauen, wie das im Einzelfall gehandhabt wird. Grundsätzlich hat man nämlich bei einer Kapitalgesellschaft immer die Gesellschaftsebene und die Gesellschafterebene. Und ich kann es jetzt nicht 100%, weil wir müssten uns unterhalten. Es liest sich so ein bisschen so, als wenn du da was verwechselst, weil grundsätzlich funktioniert eine GmbH immer anders. Wenn eine GmbH spendet, dann hat die GmbH gespendet und nicht die Gesellschafter. Das heißt, die Gesellschafter in ihrer eigenen Einkommensteuererklärung könnten die GmbH-Spende nicht
ansetzen. Aber das müssten wir im Zweifel auch schauen. Meine Augenlaser-OP ging über die außergewöhnliche Belastung abzusetzen. Gutes Beispiel. Augenlasern ist auch etwas, das hat man normalerweise nicht jeden Tag. Die Unterhaltskosten für mein Kind kann ich absetzen. Die solltest du zumindest, sollte man prüfen, wo und wie man sie absetzen kann. Also solltest du auf jeden Fall auf, man muss immer, also da gehört dazu, es gehört zumindest in den Topf. Was ich euch hier zeige, sind Dinge, wo ich sagen würde, die solltet ihr aufheben und anschauen. Die könnten steuerlich relevant sein. Ich kann euch so nicht 100% garantieren, was ihr jetzt 1:1 absetzen könnt, weil das immer individuell ist. Manchmal gibt es Vergleichsrechnungen, gerade Kinder und so weiter. Es gehört aber zu den Dingen, die solltest du unbedingt in die, das muss ich mir genauer anschauen, Liste setzen. Gute Frage, die eigentlich gerade gar nichts mit außergewöhnlichen Belastung zu tun haben, die ich aber so gut und wichtig finde, gerade weil ich dazu am Samstag ein Video gedreht habe. Und wenn ihr den YouTube-Kanal jetzt abonniert, dann bekommt ihr dieses Video auch zeitnah. Braucht man immer einen Bewirtungsbeleg oder wird auch eine normale Rechnung akzeptiert? Ein Bewirtungsbeleg, ihr braucht nicht den Beleg von dem Restaurant, sondern ihr müsst die Angaben, also ein Bewirtungsbeleg ist jedes Dokument, wo die Angaben eines Bewirtungsbelegs draufsteht. Ich persönlich nehme immer die Kassenbon von dem Restaurant, tacker mir das, ich lege mir das auf eine DIN A4-Seite, schreibe daneben alles drauf, hefte das da dran und habe die Angaben selbst auf meinem DIN A4-Zettel, weil ich es besser finde, DIN A4-Zettel zu haben, dann fotografiere ich das ab, habe das auch digital und so weiter. Ich brauche aber nicht dieses Ding, was das Restaurant mir gegeben hat. Das ist sowieso für die Buchhaltung ätzend, wenn ich es immer umdrehen muss oder es ist viel zu lang oder dass es nirgendwo reinpasst und so weiter. Das heißt, ich habe mir selbst eine Vorlage gebastelt. Die bekommt ihr übrigens auch mit dem Video, was ich über Bewirtungskosten gedreht habe, was nächste oder übernächste Woche live geht und ihr nicht verpassen werdet, wenn ihr diesen Kanal jetzt abonniert. Auch gute Frage. Welche Sachen sollten wir als Kontiskunde eigentlich nicht vom Geschäftskonto abbuchen lassen? Also Miete, Strom, private Lebensmittel only. Ja, ganz ehrlich, alles, was privat, nur private Lebensführung ist. Alles, du kannst auch deine Urlaubsreise, solltest du lieber nicht übers Kontiskonto bezahlen. Du solltest, ich habe so viele lustige Sachen schon Abbuchungen auf Kontist gesehen. Es gibt viele Dinge, die solltest du nicht über dein Geschäftskonto abwickeln lassen, aber in erster Linie private Lebenshaltungskosten. Auch als Tipp, die Rechnungen für Tinder oder solche Apps sind auch meistens eher privat veranlasst. Wie ist das mit dem Schwerbehindertenfreibetrag? Guter Punkt, zu Pauschalbeträgen komme ich gleich als nächstes. Ich brauche einen Steuerberater, kannst du mir was empfehlen? Habt ihr bei Kontist auch Steuerberater? Falls es noch jemand nicht bekommen hast, ich spreche gerade für die Kontist Steuerberatungsgesellschaft. Die Kontist Steuerberatungsgesellschaft ist eine Steuerberatungsgesellschaft. Das heißt, wenn du, also speziell jetzt Featuring, du findest unter diesem Video, findest du Links zu unserem Steuerberatungsangebot. Das ist ein vollwertiger, voll lizenzierter Steuerberater mit allem drum und dran. Das heißt, wenn du mich nach einer Empfehlung fragst, werde ich als erstes uns selbst empfehlen. Also lass uns mal sprechen. Wenn wir dir helfen können, wenn wir genau das machen können, was du suchst, sehr gerne. Wenn nicht, dann kann ich dir unter Umständen auch jemand anderen empfehlen. Aber erstmal sollten wir uns unterhalten. Nächste Frage. Also 4.000 oder 5.000 für Zahnarzt oder wo die Krankenkasse nur ein paar Hunderter zahlt, auf jeden Fall, oder? Perfektes Beispiel. Ja, wenn du Zahnarztrechnung hast von 4.000 Euro, die Krankenkasse hat 500 übernommen, hast du die Differenz 3.500 Euro. Das ist ein klassischer, hervorragender Fall, wo ich fast meine Hand dafür ins Feuer lege, dass das in den Topf außergewöhnliche Belastung fällt. Hatte diverse OPs am Kiefer. Krankenkasse hat einen Teil bezahlt. Ich musste aber über 2.000 selbst bezahlen. Könnte ich das absetzen? Ja, perfekt. Ja, also was heißt perfekt? Ist natürlich nicht perfekt, dass du die Kosten hattest. Aber diese Kosten, das ist das Musterbeispiel dafür. Dafür gibt es die außergewöhnlichen Belastungen. Also da einsetzen. Und das auch ganz wichtig, das gilt natürlich auch für letztes Jahr. Das heißt, wenn ihr an Unterlagen, Dokumenten und all das, was ich heute erzählt habe, könnt ihr alles für letztes Jahr für die Steuererklärung noch reinpacken. Sucht euch das zusammen. Wenn euch da noch irgendwie Nachweise fehlen, versucht die noch nachzuholen. Gerade wenn es um solche Beträge geht. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Wolfgang, der sagt, und die sind gut bei Kontist. Das heißt, gerade wenn jetzt einer mal gefragt hat, wie sind wir als Steuerberater sind, ich weiß, es könnte ein Eigentor sein, aber hier sind ja einige Mandanten dabei. Wenn ihr einmal kurz sagt, was ihr von uns haltet und ob wir einen ganz guten Job macht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Wenn ihr euch beschweren wollt, bitte gerne auch, seid aber lieb und schreibt es mir vielleicht auch direkt, dass ich mich drum kümmern kann. Aber ansonsten, für alle, die jetzt jemanden brauchen, gerne melden. Unter dem Video solltet ihr alles finden. Wir haben neben diesen Kosten, also wir sind jetzt durch die großen Kosten durch. Ich gucke auch kurz auf die Uhr. Ich will eigentlich nicht länger als eine Stunde machen. Wir haben durch die großen Betriebsausgabe, Sonderausgabe, außergewöhnliche Belastung.
es gibt eine ganze Menge Pauschalen. Es gab zum Beispiel, ich habe auch von euch, von meinem Bruder erzählt, der hat natürlich einen Schwerbehindertenausweis und hat natürlich, es gibt zum Beispiel für Schwerbehinderte, es gibt einen Pauschalbetrag für Behinderte, einfach, die sie pauschal immer ansetzen können. Der hat natürlich ehrlicherweise eine ganze Menge an Kosten, die bei außergewöhnlichen Belastungen auch reinfließen inzwischen. Aber es gibt Pauschalbeträge. Das heißt, es gibt diese Pauschalbeträge und Freibeträge unabhängig von den echten Kosten. Und in den Fällen könnt ihr denn die Kosten, also müsst ihr das nicht alle sammeln, ihr könnt auch einfach den Pauschalbetrag ansetzen. Es sind zum Beispiel Kinderfreibeträge gehört dazu, es gibt einen Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, das heißt, wenn du jetzt alleinerziehend bist, dann gibt es auch da einen Pauschalbetrag, es gibt einen Altersentlastungsbeitrag, es gibt diesen Behindertenpauschalbetrag, es gibt einen Sonderausgabenpauschalbetrag, es gibt die Werbungskostenpauschale. All diese Dinge kannst du pauschal ansetzen. Sonst gibt es auch noch Kosten, die man ansetzen kann. Und da möchte ich einmal nochmal drauf eingehen. Ausländische Steuern. Das heißt, wenn du Einkommen hast, irgendwie Grenzgänger bist oder Einkommen in einem anderen Land hast und so weiter und du hast Einkommen woanders schon versteuert. Auch das kann ich nicht 100% pauschal sagen. Es gibt zwischen Ländern, gibt es häufig so Doppelbesteuerungsabkommen. Beispielsweise Deutschland, Polen. Du hast in Polen Einkommen, hast in Polen dafür schon Steuern bezahlt und hast quasi, wohnst aber in Deutschland und so weiter. Wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen, also die beiden Länder, Deutschland und Polen, müssten, haben denn mit den meisten Ländern hat Deutschland so einen Vertrag. Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen, wo definiert ist, wie welche Einkünfte versteuert werden. Und in den meisten steht dann drin, wenn du irgendwo schon Steuern bezahlt hast, dann kannst du die Steuern entweder anrechnen, also keine Ahnung, 1000 Euro Steuern in Polen bezahlt, dann kannst du das, die 1000 Euro in Deutschland anrechnen. Andere Möglichkeit ist, wenn du was in Polen schon versteuert hast, dass es in Deutschland einfach steuerfrei gestellt wird und so weiter. Das muss man im Zweifel immer gucken. Doppelbesteuerungsabkommen, das streckt ein bisschen, sprengt ein wenig den Rahmen, wenn ich jetzt für alle Länder und alle Zwischenkonstellationen und so weiter. Das ist unfassbar viel Arbeit. Ich habe 2 Jahre meines Lebens mich damit verbracht, Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland und anderen Ländern zu lesen. Gibt es wahnsinnig viele. Außerdem sehr, 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 sehr wichtige Kosten, weil extrem steuergünstig absetzbar sind Handwerkerleistung. Handwerkerleistung ist immer der Lohnanteil. Das heißt, wenn ihr am Eigenheim was habt oder in der Wohnung oder sowas, Küche einbauen lassen habt und so Handwerkerrechnung habt, dann müsst unbedingt diese Handwerkerrechnung absetzbar. Da gilt es übrigens auch, wenn ihr zur Miete wohnt, dann ist in der Nebenkostenabrechnung, die ihr bekommt, einmal im Jahr von der Hausverwaltung oder vom Vermieter, sind auch Handwerkerleistung enthalten. Und diese Handwerkerleistung könnt ihr auch in eurer Einkommensteuererklärung geltend machen. Das muss normalerweise, also normalerweise hat man das von der Hausverwaltung, kriegt man eine Auflistung und da steht dann auch jeweils das separat ausgewiesen, damit man das dann in der Steuererklärung geltend machen kann. Ist so ein bisschen ätzend, ehrlicherweise. Das guckt mal in den Vorjahren rein, weil diese Nebenkostenabrechnungen, die kommen immer so wahnsinnig spät im Jahr. Das heißt, man kann vorher, wenn man diese Kosten absetzen möchte, kann man die Steuererklärung vorher nicht machen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Deswegen solltet ihr euch vielleicht mal vorher gucken, wie viele Kosten waren da drin, dass ihr ein Gefühl habt, über wie viel redet ihr eigentlich. Ansonsten wartet darauf oder macht ein bisschen Druck bei der Hausverwaltung, dass sie mit dieser Nebenkostenabrechnung um die Ecke kommen. Dann haushaltsnahe Dienstleistungen. Das heißt, wenn ihr Putzkräfte habt, wenn ihr Küchen aus Haushaltshilfen generell habt, solche haushaltsnahen Dienstleistungen sind steuerlich auch sehr, sehr, sehr gut gestellt. Und da lohnt es sich definitiv, das nicht in bar ohne Rechnung, also schwarz zu bezahlen, sondern das lohnt sich tatsächlich steuerlich sehr, das anzumelden, weil dann könnt ihr es absetzen. Und es ist jetzt nicht 1:1, aber fast könnt ihr diese Kosten, also in sehr, sehr großem Umfang könnt ihr diese Kosten ansetzen und habt meistens eine sehr, sehr hohe Steuersparnis. Ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ihr könnt Verluste verrechnen. Und zwar zwischen Einkommensquellen. Ich habe euch das vorhin mal versucht zu erwähnen. Ich glaube, auf die 7 bin ich gekommen. Ihr könnt unterschiedliche Einkommensarten miteinander verrechnen. Nicht jede mit jedem. So viel als Disclaimer schon mal. Aber wenn ihr zum Beispiel Angestellten-Tätigkeit habt und eure Selbstständigkeit gerade startet und als Selbstständiger Verluste macht, könnt ihr die Verluste aus eurer Selbstständigkeit verrechnen mit dem Angestellten-Tätigkeit. Und dann zahlt ihr eine Steuern auf die Summe oder auf die Differenz, also das, was übrig bleibt quasi. Wenn ihr 100.000 als Angestellter verdient und minus 20.000 als Selbstständiger macht, müsst ihr nur auf 80.000 Euro Steuern zahlen. Das Schöne in dieser Konstellation ist, dass euch die Steuern von der Angestelltenjob schon abgezogen worden sind. Das heißt, ihr habt eigentlich die ganze Zeit schon Steuern gezahlt, als wenn ihr 100.000 Euro verdient hättet, habt dann aber die Verluste noch mit reingerechnet und dann kriegt ihr die Steuern quasi wieder. Das geht, wie gesagt, nicht zwischen allen Einkunftsarten, sondern das müsstet ihr mal schauen, wenn ihr Verluste habt. Wenn ihr Kunde bei uns, Steuerberatung seid, schreibt uns das gerne, wenn ihr das wisst.
Im Zweifel reden wir da sowieso drüber. Wenn wir die Steuererklärung machen, werden wir sowieso nochmal drüber reden und werden wir euch das auch fragen. Anderer Part, ihr könnt auch Verluste zwischen Jahren verrechnen. Das heißt, wenn ihr selbstständig seid, kann das sein, dass ihr die ersten Jahre Verluste macht oder und dann Gewinne macht. Und ihr könnt quasi so einen Verlustvortrag machen. Das heißt, ihr sammelt Verluste an und wenn ihr dann Gewinne macht, dann könnt ihr das verrechnen. Auf der anderen Seite ist jetzt vielleicht letztes Jahr mit Corona schlechter gelaufen und habt letztes Jahr als Verlust gemacht. Und dann gibt es auch einen Verlustrücktrag. Das heißt, ihr könnt auch Verluste so verschieben. Das heißt, ihr könnt Verluste auch eurer Selbstständigkeit auch mit dem Jahr davor und danach und so weiter auch noch verrechnen. Ist natürlich erst wirklich interessant, wenn die Verluste ein bisschen höher sind. Aber einfach, dass ihr es gehört habt, Verluste verrechnen sind auch möglich. Und jetzt gibt es noch ein paar andere Regeln. Das sprengt ehrlicherweise komplett den Rahmen, wenn ich da ins Detail eingehe. Aber es gibt gewisse paar Sonderregelungen aufgrund von Corona. Zum Beispiel gibt es die degressive Abschreibung. Das heißt, ihr kennt das, wenn ihr ein Auto kauft, dann müsst ihr, keine Ahnung, müsst ihr die Anschaffungskosten auf 6 Jahre verteilen und so weiter. Jetzt gibt es aber eine degressive Abschreibung. Die gab es lange nicht. Die gibt es jetzt gerade wegen Corona wieder, um einfach quasi Investitionen zu fördern. Degressive Abschreibung bedeutet, dass ihr am Anfang mehr abschreibt als später. Das heißt, es ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern ihr schreibt am Anfang halt, keine Ahnung, deutlich mehr ab und die Abschreibungszahl reduziert sich über die Jahre. Das ist gerade bei großen Anschaffungen von letztem Jahr. Auch hier muss ich sagen, wenn das euer Steuerberater nicht automatisch macht, sprecht ihn darauf an. Alle, die jetzt hier bei uns bei Kontist Steuerberatung sind, wir werden das auf jeden Fall schauen. Gerade bei den großen Anschaffungen könnte es Sinn ergeben. Also wenn ihr letztes Jahr ein Auto gekauft habt, macht das extrem viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. In diesem Jahr natürlich auch. Ansonsten nochmal Alltagstipps und Tricks und so weiter, so zum Abschluss. Trenne unbedingt Privates von Beruflichen auf deinem Geschäftskonto. Ich habe das heute die ganze Zeit schon gesagt, mach viel über Kontist. Ich würde mal sagen, trennt es mal so, dass ihr private Lebenshaltung und steuerlich Relevantes und Betriebliches, dass ihr das trennt. Warum? Weil ihr denn ein sauberes Konto, steuerlich relevante quasi Daten, Informationen, alles auf einem Konto habt und das ganze Private, eure ganzen Kosten für was auch immer ihr privat macht, das geht uns nichts an als Steuerberater, das geht aber auch das Finanzamt nicht an, wenn sie irgendwelche Nachweise sehen wollen, geht es alles nichts an, das macht ihr privat, macht das zweite beruflich. Diese Klarheit ist wahnsinnig wichtig. Buchhaltung immer zeitnah erledigen, hat ehrlicherweise so ein bisschen den Grund, wenn ihr einen Steuerberater habt, wenn wir das machen, dann kümmern wir uns darum, dass das einigermaßen zeitnah gemacht werden, weil diese Vorauszahlungen, die Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer, die können sehr, sehr belastend sein, wenn ihr zum Beispiel aktuell weniger verdient und in den letzten Jahren mehr verdient habt, man kann die nämlich nach oben und unten anpassen. Das heißt, dann baut sich nicht so wahnsinnig viel auf an Last, wenn ihr Kontist nutzt, seht ihr das ja schon, wie viel Geld auf dem Konto eigentlich euch gehört. Und in Buckets, wie ihr den Steuer zurückzahlen müsst. Es kann halt aber auch sein, dass ihr gerade viel zu viel vorauszahlt, aber das kann man anpassen. Und dafür solltet ihr die einigermaßen zeitnah erledigen. Zeitnah meine ich jetzt nicht innerhalb von einer Woche oder so, aber wenn ihr jeden Monat einmal durch eure Buchhaltung durchgeht, das wäre schon sehr empfehlenswert und für euch auch hilfreich. Ansonsten planen mit Weitblick, insbesondere mit Anschaffungen, kann man sehr, sehr viel gestalten. Auch wenn ihr größere Anschaffungen ansteht, ich habe jetzt im Auto letztes Jahr gesprochen, aber auch wenn ihr das Auto nächstes oder übernächstes Jahr absetzen wollt, könnt ihr das dieses Jahr schon steuerlich geltend machen, zum Teil. Und zwar gibt es einen Investitionsabzugsbetrag und so weiter. Einfach nur, wenn ihr Anschaffungen plant, googelt gerne Investitionsabzugsbetrag oder schaut euch die Webinaraufzeichnung von dem letzten Webinar an. Ich weiß nicht, wenn du dabei warst, dann hast du es schon gehört. Wenn noch nicht, dann das wird in den nächsten Tagen, ich vermute morgen oder übermorgen, auch auf unserem YouTube-Kanal live gehen. Guckt da nochmal rein. Da habe ich kurz erzählt, was der Investitionsabzugsbetrag ist. Das ist auf Betriebskostenebene, sind aber für zukünftige Anschaffungen. Also wenn du planst, nächstes Jahr ein Auto zu kaufen oder, keine Ahnung, ein 5000 Euro iMac ist auch in Ordnung. Da kannst du dieses Jahr schon Kosten ansetzen, die dieses Jahr schon die Kosten, also die Steuer quasi reduzieren. Damit bin ich erstmal durch. Habt ihr Fragen, schreibt sie gerne in den Chat. Wenn ihr steuerliche Fragen habt, wenn ihr Steuerberatungskunde seid sowieso, schreibt in der App uns oder schreibt uns an steuern@kontist.com. Wenn ihr noch keine Steuerberater habt, aber sagt, Mensch, ein digitaler Steuerberater, der irgendwie meine Sprache spricht und so weiter, das wäre eigentlich das, was ich bräuchte, dann schreibt uns auch gerne oder klickt unter diesem Video, da findest du nochmal alle im Überblick, alle Angebote von uns, buch dir einfach direkt einen Termin und dann lass uns quatschen.
Ansonsten für Leute, die gerne connecten wollen, ihr findet mich auf LinkedIn und so weiter. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bin dann aber auch noch da für eure Fragen. Und hoffe, dass ich damit doch relativ vielen Leuten schon mal so ein bisschen weiterhelfen konnte. Bedanke mich für alle, die jetzt keinen Bock haben, mich über Philosophieren, über die ganzen Fragen zuzuhören. Bedanke ich mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und so weiter. Und wünsche euch einen schönen Abend. Es würde mich jetzt noch ein letztes Mal, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil wir sind jetzt jeden Dienstag um 17 Uhr live und werden jeden Tag ein Webinar machen. Nächste Woche Dienstag ist so ein bisschen special, weil nächste Woche Dienstag möchte ich einfach mal erzählen, wie unsere Arbeitsabläufe sind. Das heißt, wenn du jetzt Kunde bei uns, Steuerberatung bist, komm gerne rein. Ich muss jetzt noch meine Kollegen bequatschen, dass irgendwie 1, 2, 3 Kollegen nochmal dabei sind. Dann lernen wir uns mal digital kennen und wir besprechen einfach mal, wie wir arbeiten, wie die Abläufe ist. Wir beantworten dazu Fragen, weil wir haben da so viele Fragen immer wieder, wo ich dachte, na Mensch, es ist Monatsanfang, zum 1.5. sind wieder ein paar neue Kunden dabei und so. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir mal so ein digitales Kennenlernen machen würden. Ich zähre auch Juri Preis, unser Steuerberater, also Geschäftsführer von der Conte Steuerberatungsgesellschaft, den zähle ich mal mit vor die Kamera und so weiter. Ansonsten, wenn ihr Wünsche zu Themen, Fragen habt und so, gerne kommentieren und so weiter. Und damit habe ich genug geredet und schau mal, ob ich irgendwelche Fragen beantworten kann. Tobi hat parallel mit kommentiert. Vielen Dank, Tobi. Und eine wichtige Frage, weil Ronny gerade am Sitz schreibt, wäre 17.30 vielleicht auch eine Idee, dann wäre er pünktlich. Ich möchte selbstverständlich, dass Ronny pünktlich dabei sein kann. Wie sieht es bei den anderen aus? 17 Uhr war nur für mich, also früher ist es ein bisschen schwierig, weil ich immer irgendwelche Termine noch vorher habe und so. Ich habe das einfach nur so gesetzt, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt geballt alle sagt 18 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr, mache ich 18 Uhr oder 17.30, dann mache ich auch 17.30. Habe ich halt einfach so entschieden und bisher waren immer Leute da. deswegen haben wir es einfach so gemacht. Wenn ihr jetzt sagt, ein anderer Termin ist besser, dann nehmen wir auch gerne einen anderen Termin. Ich bin Angestellter und auch selbstständig. Kann ich mit meiner Firma die Leasingkosten meines Autos absetzen? Den Leasingvertrag habe ich vor Gründung meiner Firma unterschrieben. Das Auto ist danach. Klingt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass diese Nachricht nicht vollständig ist. Aber du kannst, auch wenn du einen Vertrag quasi vorher abgeschlossen hast, du kannst ein Auto quasi, um also in Fachsprache zu bleiben, du kannst ein Auto quasi einlegen, also einbringen in dein Unternehmen und quasi ins Betriebsvermögen packen. Wie du das versteuerst, wie du steuerlich machst und so, das müssten wir 1:1 individuell schauen, tatsächlich, wie das abläuft. Dafür brauche ich mehr Kontext, da brauche ich Nutzung, was du machst und solche Geschichten. Und ich glaube, auch die Nachricht ist ja nicht so. Die wirkt ein wenig abgeschnitten. Privat bezahlte Betriebsausgaben kannst du dir ja wieder erstatten. Übertrag von Kontos auf Privileg dazu und fertig. Guter Punkt. Mai Käfer. Das bekommen wir auch immer wieder. Ihr sind ja noch ein paar dabei, die zuhören. Wenn ihr quasi von eurem Privatkonto Geschäftsbetriebsausgaben habt, empfehle ich immer, also nur als Beispiel, ihr gebt Restaurant 50 Euro. Auch dass ich immer Restaurant als Beispiel nehme, mitten in Corona. So viele Restaurants haben schon leider lange nicht mehr offen. Aber ihr habt jetzt eine Betriebsausgabe. Ihr habt euch, keine Ahnung, eine Laptop-Hülle gekauft für 50 Euro bei Amazon. Habt aus Versehen das über euer privates Konto bezahlt. Würde ich an eurer Stelle, einfach um sauber zu haben, überweist euch den exakt diesen Betrag von euer Geschäftskonto aufs Privatkonto. Damit hast du bei Privatkonto einmal Ausgang und Eingang und hast dann auf deinem Geschäftskonto quasi genau diesen Geldausgang. Und dieser Transaktion, auch wenn der Empfänger quasi du selbst bist, lade da im Hintergrund quasi einfach die Rechnung hoch, dann hast du bei Kontist alles sauber, fein und hast genau die Ausgabe und hast dann auch in der Buchhaltung alles sauber. Das Gleiche kannst du auch bei Barausgaben machen. Manchmal gibt es das so, dass du halt nicht mit Karte bezahlen kannst, wenn du ich habe für mein Auto Sommerreifen, für mein Auto, was ich im Betriebsvermögen habe, habe ich Sommerreifen gekauft, habe 200 Euro auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, ich habe schon seit Jahren kein Auto mehr. Habe 200 Euro auf den Tisch gelegt, ging nur in Bar, privat gekauft. Das kann ich mir quittieren lassen und dann überweise ich mir die 200 Euro auch von meinem Kontiskonto auf mein Privatkonto und kann dann als Beleg die Quittung hinterlegen und sagen, hier bitte. Und damit habe ich quasi auch meine Barausgaben, aber auf meinem Geschäftskonto sichtbar. Und dann gibt es ja die Notizfunktion auch in Kontist, schreibt da rein, Übertrag, weil Barausgabe und solche Geschichten. Aber das ist relativ easy machbar, jetzt so für alle, die gerade die Kontist-Steuerberatungskunden sind.